Ja, das ist aber hier, weil die Also zerstören es ist. mussten, das Teil befestigt ist. Wir gucken mal, einfach, wir bauen ein bisschen, ne? Ja. Also, das mache ich gerade. Unser Bonusziel. Jo, war mir schon klar. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Bonusziel ist. Ja. Nein, das ist wirklich nicht. Ein Kriegslabor. Hab ich schon. Ich mache wieder auf einen Kann. Ich kann irgendwie die Vakuumbombe gar nicht bauen. Ah ne, mein Kriegslabor ist noch gar nicht fertig. Ich brauche zwei Mix. Bin am Also, Bauen. nee, ich habe doch welche. Hä, ich meine ja nicht Mix, aber ich mein Ding Vakuumbombe. Ja. Ist im Bau. Kannst du mal die. Ah, das waren nix, ne? Die kleinen Flugzeuge. Kannst du mal zwei Jo. bauen und die zwei Helikopter? Ich baue direkt 4 Stück immer, ja, ich bin unterwegs. Weil die könnten Also, ich gleich so baue ein gerade. Problem werden. Meine Vakuumbombe ist gleich fertig. Du wirst ja sehen, wie lange das dauert. Und. 6.6 Minuten, okay, können wir verkraften. Ja, ich baue gerade mein Kriegslabor. Oh, ich brauche Mick, unbedingt Mick. Underway. Wo? Wo Da. sind die denn? Ah, da, okay. Ich tue gerade meinen Kühlkopf vom Himmel holen. Ja. Sorry. Ja, die. Ne, die ziehen sich Nee. zurück. Ja, okay, dann hol mal die Helikopter vom Himmel. Ich hol gerade gerade zwei neue Außenposten rein. Die Musik hier ist cool. Ja. Ey, soll ich So. noch einen dritten Auspost machen, dass du hier eine Luftbasis beziehen kannst, weil hier keine Landeinheiten drauf können? Wo denn? Na, Bei in der dir? Mitte. Nee, wo ich gerade die Achso. ganzen Außenposten baue. Da Kannst du machst du dort machen? in. Ja, da machst du dort in der Mitte so einen Außenposten, okay? Jo, mal baue ich dann gleich über Dings. Also meine Vakuumbombe lädt gerade auf. Ich tue nämlich dort auch meine Vakuumbombe hinbauen. Okay. Das ist Ich einfach. habe hier so wenig, ich habe hier so wenig Platz, Mann. Zum Bauen, ey. So. So, vier Dinger müssen erstmal reichen. Die Müssten. bestücke ich erstmal mit Mix. Viel. So, Vakuumbombe ist fertig in 4 Minuten. Nein, nein, nein. Ja, okay. Aber ich muss gucken, dass ich dass wir spähen, ne? Ja, was Weil meinst ich sonst können wir die Vakuumbombe ja nicht einsetzen. Ich flieg dann einfach mit ein paar Mix rein. Wenn die destroyed werden, ist egal. Die sind schnell, wendig. Okay. Weil da genügend Flugabwehr ist. Deswegen fliege ich einfach rein und dann zünde direkt die Dingsbombe. Und ich hau auch noch meinen Orbitalabwurf rauf. Jo. Meine Vakuum ist auch fertig. Ja. Leck mich doch. Leck mich fett. Der Typ nervt da hinten. Okay, Außenposten ist im Bau. Der Ja. baut sich gerade auf. Also ist auf dem Weg zum Aufbauen. Da kannst du dann losbauen. Ja, ich guck mal, Entschuldigung. So, er ist fertig in Ja. genau jetzt. Ich empfehle dir, Flak in deine Basis reinzubauen. Yep. Aber die zwei Fliegerstaffeln sind schon unterwegs. Nee, Ah, da nee, ich sind. baue schon. Okay, Delfine kommen. Ja, guck mal, ich hab Tesla. Und rum um meine Basis.
Oh, das wird so hart, da reinzufliegen, ne? Aber so, aber wie die hier ihre Base aufgebaut haben, hätte ich es gern auch, weil es irgendwie voll geil ist. Guck mal, diese ganzen Reaktoren auf der einen Seite und dann die Flugbasissen. So, ey, du kannst da in der Mitte jetzt deins bauen, ne? Hey, was soll ich denn bauen? Na, Flugfelder. Das ist viel jo. Besser, weil du dort dann Sicherheit hast. Dort habe ich schon meine Vakuumbombe, weil dort kann die nur über, so? Über Flugzeuge. Ja, kann zum Beispiel machen. So. Ich mach mal den ersten U-Boot. Ich tu mal kurz erstmal die erste Gruppe U-Boote losschicken. Guck mal, wie viele Kühlkopfs ich oben auf meinem Schiff oben hab schon. Jo. Ich hab jetzt keine Dings mehr. Also, dann noch 7, dann noch 7, dann noch 7 und dann auch noch 7. Ich verkauf die Flugfelder erstmal wieder. Kann ich mir nicht leisten. Nee, aber das. Oh, das Innen hättest du lassen können. Nee, ich brauch die Mineralien. Okay. Ich stelle jetzt um Ressourcen. Da kommt Tanja! Ey, destroy Tanja! Bonusziel! Mit deinen U-Booten los! Los geht's! Und. Die zerstört eher mich. Tanja okay, lebt noch, ey, jetzt. Ello guckt da gegen sie gerade unter. Ich weiß nicht, soll ich mit meinen Kühlkopf schon mal so reinfliegen, so ganz langsam? Kannst du ja. Dann das wäre. Jo. Pass auf jetzt. Bam! Bam! Ey, beim dritten, da kommt doch so ein ganzer Satellit runter, oder? Ja, so eine. Nee, da kommt so eine richtige Festung runter. So eine Forschungsstation, so eine. Ach ja. Weißt du, ISS, sowas. Fettig, ja, wie. Oh, das ist richtig extrem gemacht, was da runterkommt. Hier, und ich tue unsere zweite Sekundäre. Jo, scheißegal, ob ich jetzt irgendwie meine Mix verliere. Warte, die zwei Boote, die tue ich erstmal weg. So, ich hab die Börse. Oh, meine Kühlkopfs lasse ich doch lieber erstmal. Warte, ich brauche eine zweite Marinewerft. Das reicht erstmal an Kühlkopfs. Ich kann erstmal wieder Mineralien sammeln. Auf jeden Fall reicht das. Das war übertrieben. Ja, die müssten jetzt nur noch heile ankommen. Ey, scheiße, dass ich die nicht irgendwie übertragen kann. Sich nicht so früh zu freuen. Ich werde die Alarmstufe. Ach, ihre Superwaffe! Genau, ihre Superwaffe! Ihre Superwaffe! Vergessen! Weil wir unsere Vakuumbombe fertig haben! Vorsicht! Ich hab nur. Nein, Mirage-Panzer! Schnell! Pistoltürme, los! Toll! Nein! Was? Was? Du was? Doch. Du hast mein. Ja und? Ey, wer hätte das locker geschafft? Ey, soll ich meine Bombe schon mal einsetzen? Nein, wir setzen sie zusammen ein. Oh, und der Rest erledigt meine Kühlkopfs dann. Ich schick meine Kühlkopfs doch schon mal rüber. Die bauen ja, dauern ja eine Stunde, bis sie mal da sind. Ja. Ein paar lasse ich aber noch hier zur Sicherheit. Wo wollen wir die am besten reinknallen dann? Dort links, hä? Die ganzen. Hä? Direkt auf die Freiheitsstatue! Oder so. Ja, genau, das ist besser. Bist du doof? Ja, ja, links, rechts, weißt du, bist du 6 Minuten war. Guck mal, wie geil das aussieht, wenn die bereit ist. Oh. Was denn? Und zu wenig Energie. Ach, deswegen lädt die bei dir nicht weiter, 42 Sekunden. Ja. Gerade beim Baum von neuer Energie. Bock, da war gerade ein Hund bei mir unterwegs. Ha, der wurde zerbombt. Da kommen Delfine. Warte mal, das reicht erstmal an U-Booten. Jo.
So, ich schicke mal die Flotte hier, um die Basis im Wasser zu zerstören. Kickoff. Ich hab gleich wieder Strom. Ja. Jetzt geht's los hier. Ich weiß, was ich mache. Ich fliege einfach direkt auf die Freiheitsstatue mit meinem Krykos. Und knall dann die Bombe rein. Weil die halten ja mehr aus als normale Schiffe. Jo, der Bauhof am Wasser ist zerstört. Jo, und die zerbomben ja schon mit. Nee, wir können die Bombe direkt auf die Freiheitsstatue machen. Wollen wir? Gleich. Warte noch 20 Sekunden. Ja, ich glaube, meine Kühlkost überleben das nicht. Okay, ja. Doch, hey, die kommen. Da kommen ein paar durch. Da kommen einige, da kommen fast alle. Ja, ein paar sind destroyed. Guck mal, was die in Luftabwehr haben. Ich schlag jetzt, ich lasse meine Bombe da jetzt einschlagen. Nein! Bombe unter Mix. Artillerie. So. Hast du die reingeknallt? Ja, die hat aber nicht viel angerichtet. Guck mal, das nützt nicht. Jo, ah, nee, ich tu grad. Die zieht der Einheit nur extrem an, ne? Nein, nein, weg. Oh, jetzt kann ich zerbomben. Egal, ich zerbomb die jetzt. Egal, guck mal, ich habe einiges bei denen zerstört. Jo. Ich beginne mit der Zerbombung. Wie das klingt. Verbombung initialisiert. Ja. Guck mal, wie schnell. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso sie so weit. Sie haben einen Maulwurf eingeschleust, na klar. Was für ein Maulwurf? Ich weiß sogar nicht. Wow. Bomber! Bomber! Sie haben es geschafft. Die Alliierten sind bezwungen. Dank Ihnen, Kommandant, ist die ganze Welt nur. Ah, das sollte eigentlich eine Verstärkung werden. Ja. Mhm. Oh, das war's schon. Ich glaub schon. Jetzt gibt's noch so einen schönen Abschlussfilm, glaube ich. Es sei denn, es kommt nochmal. Ein Maulwurf, aber das kann ja nicht zu Ende sein, wenn er sagt, ein Maulwurf. Doch, ja. Tatsächlich. Oh, guck, eine neue Freiheitsstatue. Ja, neue Freiheit bin ich das. Auf mich. Ja. Yeah. Das Volk möchte seinen neuen Premier sehen. Die Zukunft gehört Ihnen, Kommandant. Die Zukunft. Boah, was ist das für eine Menge? Wir haben gesiegt. Yeah, okay, Leute, bis zum nächsten hier. Nächsten Let's Play. Wir werden überlegen, welche Kampagne wir als nächstes spielen werden. Ja. Entweder halt die aufgehende Sonne oder Alliierten. Das wird gleich danach folgen. Also, es wird ganz normal weitergehen, denke ich mal, oder? Ja, natürlich. Ja, das wird dann gleich danach folgen. Bis zum nächsten. Also, bis zum nächsten Aufnahme. Ja, genau. Tschüss. Ciao.